Dass heute mein schlimmster Albtraum ist, liegt nicht am Spiel, sondern ich bin in der Rede Nightmare. Ja, ist leider eine spanische Rede, also der Anführer, der kommt aus Spanien, die anderen wahrscheinlich aus Argentinien oder Kolumbien. Jo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part. Jo, ich habe mich jetzt auf Level 50 gelevelt und habe einfach die Quests gemacht, die mit den Geistern zu tun hatten, weil die extremst lange gehen, immer wieder hin und immer wieder zurück, also ständig da, die ganze Zeit immer wieder, ja, so herumzulaufen, habe ich die einfach übersprungen, da mir auch jemand geholfen hat, der Erdinger, vielen lieben Dank dafür, der ist wahrscheinlich. Ja, der ist gerade in einer Instanz, der ist gelb. Jo, sonst habe ich noch ein paar Nick M, habe ich mal kennengelernt wieder, der kenne ich noch von früher. Und Xerix Amalia und Rumpelheinzchen, dem habe ich geholfen. Ich glaube, den Erdatar mitzumachen. Jo. Und noch eine andere Engländerin, wo ich den Feuer- und den Wasseraltar zusammen gemacht habe. Den Feueraltar habe ich ohne Erdinger geschafft, er kam aber dann gleichzeitig noch beim Tod und beim Wasserding hat er gut super geholfen. Jo. Und sonst ist halt jeder offline und es gab jetzt glaube ich ja gar kein Ding. Ja, Forteinnahme oder so. Mal schauen, wie viel los ist, aber jo. Ich denke schon, dass wir irgendwie etwas heilen können oder sterben können. Das Spiel muss ja schon sehr todlastig sein für einen. Also es geht ja nicht anders. Es sind so viele Veteranen. Aber das ist jetzt nicht so gut, wenn hier ein Barbar einfach am Boden liegt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Tod der Heiler. Okay. Ja, aber hier ist was los. Dann können wir direkt mal unseren Schutzzauber aktivieren. Weil sonst werden wir direkt gestunt. So. Machen wir das mal. Hallo. Aha. Der Schutzzauber geht jetzt gerade nicht oder ist er abgelaufen? So. Ja, wenn wir die ganze Zeit gestört werden, die Aue sind halt einfach viel zu groß. Es sind einfach zu viele Spiele auf einmal. Okay, sehr gut. Dann haben wir schon mal bekommen. Jetzt können wir mal schauen. Wir haben mal eben. Also es werden keine Partys mehr gemacht, irgendwie. Also für einen Heiler sollte eigentlich eine Party drin liegen. Schreibe ich. So. Sollte doch drin liegen. Aber scheinbar sind die auch immer voll. Ja. Ich muss einen anderen Dinge. Ich habe einfach zu wenig. So, Dankeschön. Jo. So. Also, ja, als Heiler ist es schon, da musst du Multitask, also ja eher nicht gerade so abgelenkt sein durch Multitasking, ist für ein normaler Mensch natürlich viel besser als für ein high aufgepowerter Mensch. Okay, die Reichweite stimmt. Aber oh, ist schon tot. Mist, nur wegen der falschen Taste. Ich kann ihn jetzt leider nicht wiederbeleben. Ich habe ja wiederbeleben. Muss mal kurz schauen, wo wiederbeleben ist. Habe ich einfach hier irgendwo drin gelassen. Okay. Ja, Wiederauferstehung.
Ja, Party machen brauche ich jetzt momentan nicht. So, aber sie ist, glaube ich, wieder da oder sie hat sich ignoriert. Es ist so schwierig, Heiler zu sein. Das ist unglaublich, weil die ganzen Support, die man eigentlich, also diese Support-Sachen, die man aus anderen Spielen kennt, sie existieren einfach nicht, weil die Entwickler gar nichts machen. Sie machen einfach nichts, oder? Das ist so etwas von leicht, mal die Lebensanzeigen irgendwie anzustellen oder so. Aber, ja. Okay, bald habe ich wieder. Kann ich wieder ein bisschen EXP farmen. Aber so AOE-Heils, aber sie existieren halt einfach nicht. Wenn dann eben diese große Regeneration. So, genau richtig. Greift an, hallo, ihr werdet geheilt. Ah, toll. Greift doch endlich an. Es ist wahnsinnig, wie einfach die... Ja, es tut sich die ganze Zeit hin und her bewegen, aber nie so richtig effizient. Also, das liegt einfach auch daran, dass man extremst gut verteidigen kann. Da eigentlich auch gar nicht hinkommt, so. Samana-Gemeinschaft ist noch ein Zauber. Da muss ich, glaube ich, diesen... Also man kann leider auch die Zauber nicht irgendwie verschieben. Ich dachte auch früher, es ging... Ich weiß es nicht mehr. Also ich schaue mal nach Leichen am Boden, aber es sterben. Die Spiele sind halt auch immer so mega zäh. Kann jetzt wirklich nichts machen. Gar nichts. Okay, dann wieder heilen hier. So. Sehr gut. Lebensretter ist natürlich ein sehr guter Zauber. Ein Ding, Zauber und Schutz, also so. Muss halt die irgendwie Waffen, die irgendwie auch ein bisschen killen können, und es kann kaum jemand killen jetzt momentan. Ja, weil wir auch nicht Schaden bekommen. Ja, wenn du da so rausgehst. So, stirbst du halt. Okay, ist noch nicht tot. Ich könnte ihn gleich wiederbeleben. Okay, hat's geschafft. Du Schlingel. Ja, danke schön. Ich bin bei dir, gell? Keine Angst. Ich habe genug Heilung. So. Jetzt geht auch alles wieder gut, aber wenn die Leute so weit weg sind und ich natürlich mit einem Level 50 noch nicht so nah ran kann, dann ja, kann ich eben gar nichts machen. Okay, Mana-Gemeinschaft wieder hier einsetzen. Komm. Cooldown weg. Man muss viel mit der Maus machen. Es geht einfach nicht anders. Das ist nämlich sehr wichtig. Ja, jetzt haben sie mich erwischt. Diesen blöden Stunts. Wieso nervt sich niemand über Stunts? Bin ich wirklich der Einzige oder haben die Entwickler einfach mal so gesagt, ja, sie machen nichts mehr. Die Spieler sollen schauen, was sie wollen. Ja, toll. Hey, Mano. Unglaublich. Leute, nicht alle mehr. Es ist keine Massenflucht. Wenn ihr Stunts einsetzt, könnt ihr euch retten. Ah, das ist eben, die Gegner tun die ganze Zeit Stunts einsetzen und wir keine. Die Eisen sind einfach zu dumm für Stunts. Sorry, aber es ist wirklich so. Wenn man flieht, dann sollte man die Stunts bereithalten. Und nicht, wenn man irgendwie, ja, angreift und nicht keine Chance hat. Dann sollte man keine Stunts einsetzen. Dann sollte man einfach schauen, dass man... fliehen kann. Flieht, ihr Narren! Ja, ich bin Herr Dringe-Fan. Ein bisschen. So.
Aber jetzt gerade irgendwie etwas zu finden, was man machen könnte. Nö. Und die richtige Taste immer zu finden. Ich kann's nicht. Ah, man, Sultans Terror mal ausstellen. Ja, sicher. Ah, wenn 20 Leute fliehen und ich muss noch eine Attacke einsetzen, dann bin ich am Arsch. Geht nicht anders. Leute, nicht fliehen. Nicht fliehen. Das machen nur Noobs. Alle auf einmal. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ist schon klar. Aber man sagt doch, springt oder irgendwie etwas, wenn die Leute halt... Ja. Diese dummen AOEs. Ah, um einen. Ein Beshi braucht keine Heilung bei den Leuten. Die wollen auf Entfernung AOE-Zauber machen. In jedem Spiel gibt es auf Entfernung AOE-Zauber. Aber in Rechnung kein einziger. Nix. Immer diese Einzelangriff, also diese Einzelzielzauber. Ah. Oh. Ja, ja. Eben, der Baba ist jetzt momentan am Leveln. Der Erdinger, der hilft mir beim 2-Level-Leveln, aber ich muss jetzt zuerst mal auch wirklich Zeit haben für eine XP-Booster. Und dann bin ich hier bis 60 und mal schauen, vielleicht noch ein bisschen farmen. Ja, dann geht's auch. Ja, und Beshi sind immer wie in Unterzahl, also es will keiner Beshi spielen, das ist es. Eben, sie sind viel zu schlecht. Ja, zwei Jäger und ein Beshi in der Gruppe ist jetzt auch nicht gerade die beste Auswahlmöglichkeit. Hm, die sind jetzt auch drin irgendwie. Ne, die sind hinter, also sind weit hinter uns. Können jetzt gerade nichts machen. Sie sind halt überlegen, die. Viel zu groß in der Anzahl. Naja. Hm. Da jetzt sowieso nicht gekämpft wird. Reite ich mal dorthin. Ist ja nicht weit. Okay, da ist auch jemand tot. So, komm hoch. Ja, die Grünen helfen natürlich den Roten wieder. Da wir sehr nett sind, machen wir das mal voll heilen, auch wenn er AFK oder sie AFK ist. Spielen halt viele weibliche Charaktere. Wegen Sexismus. Gut. Da haben wir auch noch einen Toten. Hm. Ich habe leider Cooldown, ich kann nicht helfen. So. Jetzt mal nicht stunnen lassen. Aber eben die Stunts, die sind halt schon extremst schwer. Overpowered. So, Meister. Wie heißt der? Des Opres. Des Todes. Meister des Todes. Ah. Kenne ich gar nicht. Noch nie gehört. So, ja. Das hilft immer. Also eigentlich beim Angriff, dann muss ich den Heilzauber, den Massenheilzauber einsetzen. Okay. So, und jetzt wirklich weit weg. Die greifen an jetzt gleich. Ja, sie haben wenig Chancen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen überlegen. Ah, da war doch einer. Da.
Auch immer Sauerkraut. Schlönske. Okay. Ich war ja auch lange bei Sauerkraut. Ja. War aber dann ein bisschen toxisch, leider. Ich habe ein bisschen gestresst, so gesagt, ja komm, mach mal vorwärts und so. Haben sie mich wieder entlassen. Waren sehr, sehr toxisch. Naja, gut. Wenn es halt nicht läuft, oder dann. Ja, Leute. Gut. Ich kann nur einen beobachten, aber. So richtig. Da ist doch einer verletzt gewesen. Bisschen mehr verletzt gewesen. Das ist also so unglaublich unübersichtlich. Ich weiß es ja nicht gerade, was ich machen soll. Die sind alle hier. Also bei uns in der Party geht eigentlich gar nichts. Weil es sind halt alle defensiv. Und eigentlich Defensive sollten vorne sein. Also die zwei Jäger sollten irgendwie ein bisschen weiter vorne sein. Also gleich habe ich den Heilzauber wieder, der kommt eigentlich optimal jetzt. Bitte, bitte, bitte. Massenheilung. Also dieses große Regeneration ist wirklich der beste Spell. Weil manche brauchen auch nicht so schnell immer Leben. Deshalb ist Regeneration natürlich auch sehr viel besser als normales Leben. Der da und den Lebenswert ist eigentlich der beste. Okay, dann machen wir uns nochmal sinnfrei. Ja. So, jetzt direkt mal große Regeneration. Kommt schon. Setz mal ein. So. Ja, und das, ah, das ist sehr wichtig. Sehr gut. Zwei Kills wieder. Ja, eben diese Stunts. Ey Gott! Sie gehen halt immer auf die Schwächsten. Diese Barbaren, sie gehen immer auf die Schwächsten. Ist ja klar. Mensch, Meier. Danke sehr. Ein Herzchen für die Frau. Lady Killer. So, noch ein Regenerierenden. So, wir bleiben jetzt mal ein bisschen hier. Und jetzt einfach hier Mana gesund. Also, ja, wie heißt's? Gemeinschaft, genau. So. Direkt mal heilen dort. Oh, ich kann nicht um die Mauer heilen. Und schon wieder Sultans Terror. Unglaublich, ey. Also seitdem der drin ist, läuft eigentlich gar nichts mehr. Die ganze Zeit immer nur diese Schweißattacke. Also es ist einfach zu lange Stun. Stun geht ja schon, aber nicht so lange. Ich glaube, das schaffen wir niemals, so weitergeht. Es sind einfach zu viele drin. Und sie kommen halt immer zu schnell wieder nach. Und Leute, einfach wieder zurückgehen, wenn ihr geheilt worden seid. Ja. So, gleich ist wieder große Regeneration da. Ich treffe immer den Falschen. Da. Ach komm. So, eigentlich könnte ich jetzt wieder nach vorne, aber genau das ist das Schlimme, die kommen
Sieh ihn von oben runter. Ja, ich könnte es noch schaffen. Ja, es kommt jetzt gerade halt keiner. So, ja, den haben wir. Wir müssten mir eine bestimmte Anzahl, glaube ich, so 20% Schaden machen. Und dann gibt es auch mehr Dinge. Aber ich glaube, es hat wegen großer Regeneration der Schaden war natürlich viel zu gering sonst. So, Mana-Gemeinschaft für nochmals ein bisschen EXP. Sehr gut. Geht doch den. Eieiei. Und der bekommen wir nicht. Hm, Frechheit. Ich habe jetzt Mana-Gemeinschaft eingesetzt und ich habe nichts bekommen. Hm. Vielleicht muss man wirklich längere Zeit buffen. So, wir haben Argosborg vor wieder eingenommen. Jo. Okay, den haben wir aber nochmals bekommen. Jetzt müssen wir einfach so langsam halt auch die Syrten Ding gehen. Da haben wir mehr Quests. So, jetzt können wir hier nochmal so ein bisschen mitlaufen. Aber das meiste, ja, geht nicht. So, den buffen, damit er Valeria geht. So, den haben wir leider nicht. Hm. Ja. So, also. Ja, jetzt ist leider das Video schon wieder, ja, im Zeitpunkt angelangt, wo ich die Videos gerne haben will von der DAO. Wir könnten noch kurz auf die Zwirten ein bisschen warten. Sonst gibt es einfach noch einen Folgepart. Okay, aber einnehmen wollen sie nicht. Wieso? Das ist jetzt der Grund, wieso jetzt die nicht so viele Defensive. Ja, die Wachen sind halt sehr stark, aber ja, war ein schlimmer Fight. Schwarzer Peter, den kenne ich ja noch. Da, diesen Colletus Jay, der hat angefangen, als ich das Game relativ schnell, also, ja, so 10 Tage beendet habe dann, weil ich ja gesagt habe, ja, die Leute wollen nicht mehr für Alcius kämpfen, wenigstens sogar das Reich und so weiter. Und es gab einfach keine Kriege mehr. Dann habe ich ihn noch ein bisschen getroffen beim Leveln. Und der levelt, glaube ich, jede Charakterklasse extrem langsam, also ohne XP-Boost und so. Ja. 40.000, okay, für uns. Sehr schön. Okay, dann war das ein super Part. Jetzt habt ihr mal wirklich das Positive gesehen. Beziehungsweise auch ein bisschen Kritik natürlich. Aber ich kann ja jetzt mal einen Part machen, wo ich wirklich nur Positives sage über das Game. Es wurde ja schon lange auch angekündigt, dass ein Bauernhof-Update mal kommt. Ob das jetzt noch kommt, keine Ahnung. Aber das wäre etwas, was mich natürlich interessieren würde. Kann man so einen Bauernhof auch halten und ja, wird auch mal irgendwas Größeres kommen. Vielleicht zum Beispiel so, so eine Kaserne, also ein eigentlich eine Stadt irgendwo, wo wirklich
gekämpft wird um die Stadt, wenn nicht schlecht. Aber das ist Wunschdenken. Eben Legnum wird wahrscheinlich auch nicht erscheinen. Also es macht sich nichts mehr leider. Aber gut, ich kann jetzt kurz noch in Legnum Discord schauen, ob irgendwas angekündigt wurde. Sonst eben, ich kann eigentlich relativ gut dann ein eigenes Spiel machen, das nicht gerade so stark an Regnum angelehnt ist, wegen eher Action und ja, Echtzeitstrategie. Also, ich schau mal kurz. Wo ist Legnum? Ganz viele Server, aber Legnum ist gerade hier nicht. Da. Comments, Push. Der hat gar keinen News. Legnum Insights. Das Lager bleibt ein Staubsauger, okay. Ich glaube, das ist verworfen. Also es sind eigentlich nur noch die Gilden drin. Schade. Ach, dann lohnt sich es umso mehr. Also wenn jemand sich mit Unity 3D auskennt, ich könnte da echt gut Ding. Es ist auch ein Minecraft-Server geworden. Auch glaube ich nicht mehr so aktiv. Okay. Also ich kann jetzt gerade nichts drüber lesen. Auf die Schnelle. Sind einfach News von ja, Regnum. 28. Oktober, Zombie-Könige. Der Zombie-König ist da. Das ist das Halloween-Event. Das ging nur 3 Tage, von 28. bis 1. November. Das ging sonst auch immer so 2, 3 Wochen. Nur noch 3 Tage, gut. Champions of Regnum. Werbung, man bekommt 12.000 Simerien, 2 Kaya Diamanten, ein Gold Game Box. Wenn man. Weiß nicht, Spanisch. Dann ein Turnier. 2 gegen 2, ab sofort live. Man bekommt 12.000, also das ist das Turnier, das oben auf Spanisch war und jetzt auf Englisch. Auf Spanisch. Gut, 5. November, Champion of Regnum Announcements. Eine XP-Bonus, nein, ein War Master Coin-Bonus und Gold-Bonus. 300%. 12. November ist was? Auch wieder 2 gegen 2. Okay. Ja, interessiert uns ja noch nicht. Wir sind noch zu schwach für 2 gegen 2 PvP. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part oder zu einem anderen Video. Tschüss!